Hier ist wieder Leo Fair von Möbius Gaming und wir haben natürlich dabei auch SK hier als High Heels, Handtrio als Luderetter, Miss Anstand ist wieder mit neu dabei und immer noch dabei. Ja, das ist die Meeresgrund. Und Mr. Katapi, das Let's Play, die dürfen natürlich hier unten zwischen dieser Baumwurzel dort auch nicht vergessen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, sind wir hier bei diesem phallusähnlichen Stängel und haben uns gedacht, hier können unsere Arcana sich richtig wohlfühlen und sich mal richtig austoben. Oh. Als Stängeln und Wurzeln und das Gras ist größer als ich und so. Und alles ist größer als du. Ja, alles ist größer als ich. Und wir haben einige Aufgaben wieder vor uns, nämlich Gartenabfälle haben wir immer noch nicht gemacht. Gartenabfälle? Ah ja, versuche ich die Kälber, genau. Erstmal rauf auf die Bikes und ab geht's. Jemand will schon wieder Viecher. Nein, ich sorge nur dafür, dass wir hier unbehelligt durchkommen. Ah ja. Zusatz-XP. Genau, Zusatz-XP, Geld und vielleicht auch das ein oder andere geile Item. Ach, ich hätte sogar mal wieder ein richtig geiles Item. Also ich weiß ja, wer ein geiles Item immer dabei hat. Ja, ich wollte gerade sagen, dazu musst du deine Frisur ändern. Oh, hier, versuche ich die Kälber, da sind wir doch schon. Ah, das wird doch nicht schlechter. Gut, es kann auch nicht schlechter werden. Nein. Wow, die halten echt was auf. Ach. War's schon? Hat ja gar keinen Spaß gemacht. Ich muss noch 4 von 7 haben. Aber ich hab auch schon die Dings unten gekriegt. Ich hab 5. Warte mal. Tot. Weil wir den Fusionsreaktor gut angeschaut haben. So. Jetzt okay, bin durch. Jo. Jo. Die neuen. Hier, wir haben 2 neue Quests. Erstmal wieder Karl. Genau, das erste Karl. Gut gemacht. Jetzt können wir uns auf die Untersuchung konzentrieren. Ja. So, damit bin ich erstmal wieder für heute. Dann lese ich mal hier meiner Kanne. Auf den ersten Blick sieht alles normal aus, aber warte mal, was ist das da für ein Dokument auf dem Boden neben dem Schaltpult? Es ist alles sehr technisch und komplex, ich verstehe kein Wort, aber wenn man dieses Diagramm mit der Sicherungsleiste vergleicht, gibt es da ein extra Kabel, das mit einem Verteiler verbunden ist. Eine Arcana untersucht den Verteiler eine Weile lang und sieht dabei immer wieder auf das technische Dokument. Das ist eine ganz schön ausgeklügelte Überbrückung, viel komplexer als ich dachte. Wer auch immer dahinter steckt, hat echt Ahnung. Nicht so wie wir. Nicht so wie wir, ja. Was man von mir nicht behaupten kann. Ich habe Angst, dass in der ganzen Siedlung der Strom ausfällt, wenn ich das jetzt entkoppel. Ich gehe lieber zurück zu Idle und bitte sie, einen richtigen Techniker zu schicken. So langweilig. Überschön, Ralf, der kennt sich doch aus, das ist doch ein Profi. Alles rausreißen, was falsch aussieht. Hier, Karl, der alte Kollege, gewöhnt sich wieder. Ich hab jetzt auch schon wieder Idle. Oh Gott. Moment, welche? Karl, der alte Kollege, gewöhnt sich auf Karl wieder. Ich hab jetzt Idle. Ich bin auch bei Idle. Okay, machen die zuerst. Oh Gott, jetzt einige dich, Quest. Hallo, hörst du mich? Mein DPS zufolge bist du in der Nähe des Generators. Hast du zufälligerweise irgendwo ein Handbuch gesehen? Wenn du es siehst, bring es mir sofort. Zufälligerweise, so. Ganz zufällig. Okay, die überwacht uns ja, glaube ich, nicht, ne? Nee, wir haben auch keinen Chip im Kopf. NSA und so. Chip, Chip, hurra! So, eine habe ich noch, von Karl. Eine habe ich noch. Noch ein Angebot von den Typen der Genesis Corporation. Sie bezahlen eine hübsche Summe für Scrofa-Stoßsinne. Die verseuchten Scrofas des Hochlands sind berüchtigt für ihr Territorialverhalten und greifen jeden an, der in ihr Revier eindringt. Zum Glück sind sie ziemlich lahmarschig, sonst hätte es mehr Verletzte gegeben, von den Toten ganz zu schweigen. Denk dran, dass der Krieg nicht billig ist. Diese Stoßzähne sind eine hübsche Summe wert und werden uns helfen, egal wer der Auftraggeber ist. Ja. Weiß ich übrigens nicht. Ich möchte kurz da mal ein bisschen Zweifel anklingen lassen. Soweit ich das mitbekommen habe, versorgen zum Beispiel die Genesis Corp beide Parteien. Und wenn wir denen jetzt etwas bringen, was die wollen, können die Waffen oder Gifte oder was auch immer herstellen, die anderen dann gegen uns nutzen, nur weil wir Geld bekommen haben. Also das finde ich sehr kurzfristig gedacht. Das ist ja alles total hypothetisch. Natürlich. Natürlich. So, wollen wir erst die Stoßzähne sammeln? Dann haben wir den langweiligen Teil hinter uns. Das stimmt, den langweiligen Teil des Kämpfens. Können wir uns auf die spaßigeren Seiten dieses Spiels konzentrieren. Ja, oh, da sind sie ja schon. Ah, stimmt. Echt? Um die Ecke? Oh ja. Hallo. Ich
Das ist so schlimm als Nahkämpfer, weißt du? Ja, allerdings. Gut, wenn du ankommst. Mit den kleinen, mit den beiden schießenden Freunden hier. So, fertig. Yep. Bam hat's gemacht. Das hat Bam gemacht? Ja, Bam ist jetzt wieder. Hallo Karl. Halt, ich hab noch nicht genug. Du hast noch nicht genug? Na dann, müssen wir noch ein bisschen einen Zahn zulegen. Aui. So, jetzt hab ich genug. Oh, Blitzstaub. Oh, schon weg. Okay. Also ich, wenn du welchen brauchst, sag Bescheid, den gebe ich dir. Ich kann, nein, wir können noch nicht gut übergeben, stimmt. So, Karl. Ja, mir ist klar, dass du ein Ungern für Genesis Corporation arbeitest. Das kann ich auch verstehen. Ich stimme dir anscheinend sogar zu. Aber wir brauchen den Zaster halt. Und die Scrofers bedrohen ohnehin unsere Siedler. Oh, und für Erfahrungspunkte, was tut man nicht alles für Erfahrung? Genau. Commander, ich erhalte ständig Hilfegesuche von einem Neomenschen namens Bach. Er muss irgendwo mit Mozart unterwegs sein. Nein, er muss irgendwo im Hochland sein. Wir sollten ihn schnell finden, keine Ahnung, was da los ist. Aber wir sollten uns beeilen, der wird immer verzweifelter. Na? Klar, machen wir. Den hab ich schon gesehen. Okay. Der ist da hinten beim, der steht dort hinten, den sieht man so ganz leicht jetzt schon angedeutet. Mit dem Frage, also das Fragezeichen von ihm sieht man. Jedenfalls ich sehe das von hier aus. Klar, Tatsache, ja, da hätten sich Fragezeichen in der Luft schweben. Wollen wir jetzt die zwei anderen nehmen? Ja. Oh, aber ich werde dir die ganze Zeit angegriffen von verdammten Sofas. Oh, Karl ist wieder da. Mein Boss hat gerade Folgendes gesagt. Stirb, du Penner, stirb. Ja. Hat er bei mir auch. Guck mal hier, ich lese mal Karl. Akana, wir brauchen deine Hilfe. Ein Schwarm aus Vespidenköniginnen ist dabei, eine Kolonie auf dem Pfad zu den Drasil-Sümpfen zu errichten. Dieser Pfad ist eine wichtige Nachschublinie. Wenn die Insektoiden-Biester sich dort festsetzen, dann werden sie über die Nachschubszüge herfallen. Oh! Wir kriegen Schuhe. Neue Schuhe. Schuhe und eine Karte. Sehr oh, geil, Omar. Das machen wir doch gerne. Aber ich habe die gleichen noch an irgendwie. Zieht er die automatisch an? Nee, du musst die auswählen. Dann nee, sind das ist in meinem Inventar. Irgendwie. Nee, die kriegst du. Das ist die Belohnung, die wir noch bekommen. Genau. Ach so. Erstmal müssen wir es schaffen. Und nochmal, Karl. Müssen wir erstmal so idle, oder was? Halt, ich hab noch eine. Ja. Wir haben hier einen Notruf von Hamals Lager. Die haben wohl einen Vorratsmann. Leider können wir ihnen nicht direkt helfen, da wir derzeit Personalprobleme haben. Dennoch, wir müssen die Nachschublinie überprüfen. Genau genommen musst du die Route zu Hamals Lager überprüfen. Natürlich. Klar. Und wer sonst? So, jetzt mal schnell raus aus dem Gebiet. Das ist hier gerade dezent nervig. Okay. Da drüben ist ja schon Bob, der Baumeister. So. Hopp. Es ist Bachbewohner. Lol, Afro Bob. Echt, ey. Eine echte Arcana. Eine wie dich zu treffen, ist gar nicht so bedrohlich, wie ich dachte. Soll ich dir mal kurz meine Klauen kurz zwischen die Kauleiste schieben? Ach, das ist besoffene Passion, so. Wow, ich hätte nie gedacht, dass mir eine Arcana zu Hilfe eilen würde. Dem Himmel sei Dank, ich sitze echt in der Tinte, doch keiner hilft mir. Die Tinte ist schon auf meinen Kopf gewachsen. Oder in seinen Kopf. ein echter Arcana, bla bla bla. Wolkenkuckucksheim, aha. Das passt. Ich bin Bach, Ich habe meine Insignie verloren, du weißt schon, mein Ausweis, der beweist, dass ich noch Jana bin und Künstler, freischaffenderweise. Verdammter Mist, ich habe überall gesucht, hier in der linken Tasche und hier in der rechten Tasche und in beiden Taschen war er nicht. Wirklich überall und nicht dort, wo es gefährlich war, in meinen Hecktaschen. Ich habe letztens etwas zu viel gesoffen und fand mich dann draußen auf dem Hochland wieder. Keine Ahnung, was da passiert ist. Es war auch kein Alkohol, es war ein Joint. Ja, bei ihm sieht das auch. Das war wohl echt zu viel Grog. Ja, die brauchen das Teufelzeug noch. Was meinst du denn? Schlägt aber übel auf den Magen. Jedenfalls habe ich danach wohl noch über das Ende der Welt schwadroniert. Danach ist alles neblig. Ich bin mit einem Haufen Kisten aufgewacht und rosa Elefanten, blauen Einhörner. Die waren überraschend weich. Hilf mir bitte. Ich kann ja nicht ewig versauern. Klar.
Das klingt nach einer tollen, epischen Aufgabe. Auf jeden Fall. Oh ja. Für einen noch viel tolleren und epischeren Mann. Bring einem besoffenen, zugekoksten Typen seinen Ausweis wieder. Das ist echt eine geile Aufgabe. Ja. Ah. Was machen wir zuerst? Wir haben noch eine Quest. Eine nach Idol. Ich habe noch von Gloria, habe ich doch eine Aufgabe. Von Gloria? Ja. Gloria ist deine Ausbilderin, ne? Ja, gut möglich. Ja. Angeblich soll sich eine Protectors-Konstruktion in den nördlichen Schluchten befinden. Wir müssen unbedingt herausfinden, was sie dort planen. Offenbar ist es wichtig. Deine Aufgabe ist klar, oder? Lustigerweise hat Meeresgrund übrigens herausgefunden, dass die Protectors genau auf dem gleichen Gebiet rumlaufen und genau die gleichen Aufgaben machen wie wir Mavericks. Cool. Das ist doch auch wieder nur so ein Gerücht. So, was machen wir? Lass uns zu Idol fahren, bitte. Um Idol? Okay, ja. Dann. Ja, fahren wir zu Idol. Das ist nämlich hier in der Nähe gleich. Ning, 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 ning. Ach, hier wieder hoch. Stimmt, die ist ja da irgendwo am Rumeideln. Also tendenziell sollten wir auch mal gucken, was sich hinter diesem riesigen Portal verbirgt. Vielleicht kommen wir da ja noch durch. Oder ja, wir spielen noch ein Klavierstück oder so. Wenn wir die Vespidenköniginnen getötet haben, dann können wir, sehen wir das vielleicht. Nennen. Wo ist denn. Die war doch hier irgendwo. Da vorne steht sie herum, da vorne eidelt sie. Ja. Eidelt rum? Schlechte Sprüche können nie zu viel sein. In Enochia herrscht nur selten Frieden. Die meisten Leute, egal ob Mensch oder Arcana, sterben früher oder später in dieser Hölle. Ihr Arcana seid die einzigen, die daran etwas ändern können. Geheimes Kompendium. Ja, das ist es, das technische Handbuch für den Generator. Diese nutzlose Inspektionscrew hat es bei den letzten Wartungsarbeiten hier liegen lassen. Gut, dass du es gefunden hast. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was die Buzzards mit den Informationen über unsere wertvollste Technologie anstellen können? Leider kann ich das. Ja, ich habe da oben eine hochkomplexe Umleitung an der Sicherungsleiste gesehen. Ich habe mir nicht zugetraut, das selbst zu reparieren. Aber ich bin mir sicher, dass das Buzzard-Technologie war. Sie haben bestimmt das Handbuch gefunden und dann den Generator angezapft, um ihre Blitzfabriken mit der Energie zu versorgen. Wir haben erst vor kurzem erfahren, dass sie einen Stützpunkt in der Mine haben. Oh. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber das Hochland ist offenbar nicht mehr sicher. Ich werde sofort einen Techniker hochschicken, um die Umleitung zu entfernen und Wachen aufstellen, damit diese widerlichen Plünderer das nicht nochmal versuchen. Sollen wir den Techniker vielleicht hoch, securityen? Nee, sollen wir nicht. Ich glaube, jetzt machen wir auch gerade sowieso keine Quest mehr, denn die Folge ist genau vorbei. Nö. Doch. Nein, wir sind bei 13 Minuten. Okay. Oh. Wollen wir denn noch kurz zur Nachschublinie eiern? Okay. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Oder die Vespidenkönigin, die sind ja auch in der Nähe. Ja? Dann machen wir Vespidenkönigin. Die hatten wir ja schon angegriffen. Ja, stimmt. Okay, dann machen wir das. Das klingt ein bisschen spannender. Da war gerade ein anderer Roboter. Na, ja, da war ein anderer Charakter mit einem anderen Roboter. Nicht mit diesen kleinen Mülleimern. Nichts gegen den kleinen Roboter. Der ist zumindest kleiner als ich. Das ist schwer. Ey, du stehst mir im Weg. Dumme Wache. Und hier vorne ist noch schon die Vespidenkönigin. High Heels guckt noch ein paar Kisten an. Und, findest du was? Ja, Bachs Insignie war da drin. Gut zu wissen. Müssen wir da wohl alle mal hochdackeln? Nein. Ich hab sie schon gefunden. Findet man die einfach irgendwo, oder was? Nee, anscheinend reicht das, wenn man die in der Gruppe einmal aufsammelt. Nein, ich hab sie nämlich noch nicht aufgesammelt. Hab sie auch nicht. Okay, dann müssen wir es nochmal machen. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Da oben. Ich meine eure Nähe. Sind. Erfahrungspunkte und so. Fest und so. Jupp. Mein kleiner Bock mault schon wieder rum hier. Wie seid ihr? Auf der Karte siehst du die hellblauen Punkte. Ja. Noch eine. Ja, Mann. Yay, sie ist tot. Yay, sie ist tot. Habt ihr sie alle bekommen? Yay. Wen? Ja. Die Quest, ja. Geil, Schule Level 13. Ja, jetzt ist die Frage, was sollte man denn jetzt eher nehmen? Was? Wie nehmen? Von den Karten. Man kann ja eine Karte wählen. Also bei den Karten, wenn du rechts unten
im Menü dir das anguckst, da steht sowas wie Zocken. Ja, schon klar, aber die Frage ist, da steht viermal Peak 2, brauche ich also wirklich. Genau, viermal Peak 2. Muss halt immer die gleiche haben. Würde ich sagen, ja. Sollte man vielleicht eine 3 nehmen, weil davon haben wir jetzt dann gleich 4, ne? Ich lese nochmal Karl eben vor. Oder habt ihr das nicht? Doch. Mutter sei Dank. Ja, genau. Mutter sei Dank für die Arcana. Interessanterweise zieht die Tatsache, dass es sich um eine Handelsmutter handelt, die Viecher geradezu magisch an. Ob sie sich für die Vorräte interessieren oder schlicht die Menschen, die sie transportieren. Eidel hat mich gerufen. Mal schauen, was sie diesmal will. Vielleicht darf ich wieder fiese Viecher niedermachen. Das wäre ja toll. Okay, also wie war das jetzt mit den Karten? Man braucht 4 Stück von einer Sorte. Ich habe zum Beispiel eine 3, eine 4 und eine 2. Habe ich schon. Was habt ihr denn noch so? Dann kriegen wir vielleicht eins mal zusammen, um mal zu gucken, was das ist. 2, 3 und 4. Wir können doch eh nicht tauschen. Ich habe gar keine. Stimmt, ja, wir können auch eh nicht tauschen. Ich fahre jetzt nochmal da oben zu. Von daher würde ich eher sagen, dass einer eine 2, einer eine 3, einer eine 4. Und wenn wir sowas finden, dann tauschen wir das, ja. Dann bekommt einer zumindest irgendwann mal irgendwas voll. Ich würde dann die 4 nehmen, wenn das okay ist. Einfach so. Ich nehme die 2. Ich habe eine 3. So alles ist total egal. Oh, und ich muss mir nochmal eben die Bitterschuhe anziehen. Ich kann noch gar nicht. Seid ich kann auch noch nicht. Nur Mr. Kartoffel. Ja, ich kann mir nicht vorleveln. Wieso? Ich will jetzt auch nochmal ganz kurz... Level kannst du das... Ach ja, okay, Level 13. Stimmt, da war ja was. Ich will mir jetzt nochmal ganz kurz das Dings holen. Die Insignie. Du hast hervorragende Arbeit geleistet, Arcana. Das Treiben der Buzzards wurde eingedämmt und es gibt weniger Tierangriffe als zuvor. Leider haben wir aber keine Zeit, um uns groß darüber zu freuen. Du musst nach Norden gehen, zu Hamals Lager. Dort gibt es ein Kommunikationsterminal, mit dem du vielleicht die Verbindung zu Sati wiederherstellen kannst. War Sati nicht eine von diesen... Sati ist so diese Mutter-KI, die große. Ah, okay. Bevor du gehst, die Schluchten im Norden sind größtenteils unbesiedelt und viel gefährlicher als die Welten hier. Als die Weiten hier. Halt die Augen offen, sonst wirst du auf dem Weg in Stücke gerissen. Hamals Lager war früher mal eine provisorische Unterkunft für Zivilisten und Arcana. Leider haben wir völlig unterschätzt, wie aggressiv die Tiere hier sind. Die wilden Felide in den umliegenden Schluchten sind unglaublich brutal. Bei dem Versuch, das Gebiet zu befrieden, haben wir Dutzende Arcanas verloren. Aber diese Feliden wurden überhaupt nicht weniger. Irgendwann mussten wir einfach aufgeben. Du hast deine Fähigkeiten hier schon unter Beweis gestellt. Zeig uns, dass du noch mehr kannst. Lösch die wilden Felide aus und berge die Einsatzkits der toten Arcana. Wenn wir die wieder zum Laufen bringen, gleichen wir zumindest einen Teil unserer Verluste aus. In der Zwischenzeit besorge ich die Bauanleitung, mit der du das Kommunikationsterminal reparieren kannst. So. Ich hab jetzt auch. Seid ihr schon wieder ohne mich weitergeeiert? Ich bin nur hier hochgegangen um das Insignie. Die Insignie hattet ihr ja schon alle. Ja. Und die hab ich nämlich noch schnell geholt. Okay. Ja, ich stehe bei dem Bach. Okay, dann würde ich sagen, können wir jetzt noch die Folge beenden und dann zum Bach noch kurz gehen. Ja. Ach, der war hier, ja, okay. Da sehe ich doch schon das Fragezeichen. Und dann können wir da die Folge beenden. Ja, klingt gut. Hallo. Ich beeile mich. Hi. Heels. Hindernisparcours fahren, denn. Ja, und Crash. In den NPC reingecrashed. Das ist doch witzig, wenn man hier so... Ja, okay. Dann haben wir sie ja alle wieder. Yay! Dann bis zur nächsten Folge. Jo. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ciao. Bis dann. Ciao.